Und herzlich willkommen zu unserem First Looks zu How to Survive. Das ist ein Zombie-Survival-Game. So ein bisschen wie Diablo aussehen. Und wir spielen mal los. Es gibt Online- und lokales Spielen. Wir spielen den Story-Modus. Ein Spieler. Ihr seht, man kann auch einen Singleplayer, zwei Spieler spielen. Das sind verschiedene Charaktere, die man nehmen kann. Die haben verschiedene gesundheitliche Dinge. Ich bin gewollt, mit der Frau zu spielen. Aber dieser Mann hier hat anscheinend am meisten Präzision und, Aha. So, und wir schätzen fort, denn ich hatte schon mal kurz angefangen und nichts weiter gemacht wie eine Quest angenommen. Das heißt, wir können euch nicht unbedingt so wenig zeigen. Andersrum, wir haben euch nicht so viel vorweggenommen. Man ist mit einem Schiff auf einer einsamen Insel gestrandet und, ja, ihr seht schon, man muss überleben. Wie gesagt, das Ganze hat so einen Look von Diablo als Survival-Spiel. Ich bin noch nicht ganz sicher, um was es genau geht. Es gibt auf jeden Fall schon mal Quests. Es gibt auf jeden Fall eine teilweise frei begehbare Karte, wenn nicht sogar ganz frei begehbare Karte. Und was es genau ist, werde ich jetzt rausfinden, wenn der Ladebildschirm rum ist. So, und da stehen wir. Also wir können jetzt rumlaufen mit WASD und diese Person da anreden. Das müssen wir, glaube ich, mit F machen. Genau. Hey, my name's Andrew. Okay, wir haben englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel, also am besten lesen oder hören. It's a nightmare. I'm one of a small group of survivors. Many of us have died, devoured. Ramon is injured. Please find him. Listen. Okay, also wir sollen jemanden finden. Das hier sind Zombies oder eine Menschen. Also das merkt ihr sicherlich. Und das ist ein Lagerfeuer. Was ist hier drin? Oh, ein Medkit. Das ist natürlich gut. Wo müssen wir hin? Da. Das ist also die Karte. Ich weiß nicht, was das Rote bedeutet. Wahrscheinlich eine Barriere. Kann man dagegen? Nein. Also Barrieren, entweder gehen die dann nachher auf, indem man irgendwas hat, oder sie gehen gar nicht auf. Also lasst uns erstmal zu der Person gehen, die uns gesagt wurde. Okay, nein, hier ist auch Keep Out. Dann kommen wir hier auch nicht lang. Dann müssen wir den einzig anderen Weg nehmen. Das ist natürlich klar. Das Ganze ist, glaube ich, auch für die Xbox erschienen. Und was ist das? Nehmen wir es mal. Kovacs Rules. Introduction. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide, you will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck, and see you soon, survivor! Remember, unarmed combat is useless against these monsters. Always use a weapon. Ja, das ist doch ein Buch, was man gut nutzen kann. Das ist ein Gegner. Und auf den klopfen wir jetzt ein. Auf F können wir ihn töten oder wir haben ihn jetzt schon zu Tode gehauen. Ja, dann würde ich sagen, das sind die ersten Gegner und da werden auch noch mehr kommen. Aua, jetzt wurden wir gerade verletzt. Wir haben links oben die Anzeige an Lebenspunkten. Das ist eine Seite im Survival Guide, schätze ich. Nein, das ist eine medizinische Brei... Was? Breiumschlag? Ah, okay, also zum Craften. Das heißt, das haben wir jetzt aufgenommen im Rulebook von Kovac. Da kommen wir noch nicht hoch. Das heißt, in dem Rulebook können wir dann... Wo können wir dann... Ah, auf E ist unser Inventar, logischerweise. Und wir können verschiedene Sachen aufsammeln. Okay, da ist nochmal Kovac. Dann nehmen wir das erstmal. Kovacs Rules. Chapter 1. Close
Here are some basic rules you have to keep in mind when you have to confront a monster during close combat. Use the right stick to aim. Ja, hier merkt ihr direkt, das ist ein Konsolenspiel und nicht für den PC gedacht. Ich will auf dem PC. Also es gibt keine besondere, besondere Animation für den PC. Was ist schade auf jeden Fall. Wenn ihr auf der Konsole spielt, ist es natürlich egal. Das wäre bei uns dann der F. Der F-Key. Ja. Okay. Gut, das war jetzt nicht unbedingt sehr hilfreich. Das hätte man auch so rausfinden können. So, das war der Insta-Kill. Genau, das gibt EP-Punkte. Also, bam. Oh, Wasser. Leere Flasche. Na, ganz toll. Und da ist Wasser. Da kann man trinken. Das, tut gar nichts. Vielleicht muss man trinken. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sollte ich jetzt kämpfen. Die Controls für den PC sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Aber man kann sicherlich auch mit Controller spielen. So. Da kommt man nicht rüber. Also sehr, sehr lineares Spiel. Doch nicht so offen, wie ich dachte, wie es aussah. Möglicherweise im späteren Spiel noch mehr offen. Aber da wollen wir keine Vermutungen streuen, sondern dann euch im Test das sagen. Das Spiel ist sehr brutal, also wenn ihr nicht 18 seid, solltet ihr nicht zusehen. Hier sehen hier in der Karte, wo es hingeht. Moment, warum konnten wir nicht nach links laufen? Ja, egal. Wir gehen zu unserem Auftrag. Von der Grafik her, ich weiß nicht, also es ruckelt jetzt ein bisschen. Es ist unsere Aufnahmesoftware. Ihr kennt das, der Rechner, den wir haben, ist nicht mehr ganz so gut. An sich sieht es ganz okay aus. Also nicht unbedingt das allerbeste Spiel, aber nicht unbedingt das allerschlechteste. Ich habe auf jeden Fall schon Besseres und auch Schlechteres gesehen. Das Kämpfen ist ein... Joa, Diablo-Style. Also, Diablo 2 habe ich persönlich gespielt. Ja, hier ist nichts drin. Okay, das ist auch was Neues. Jo, da mischen wir jetzt weiter. Ich höre schon wieder Zombies. Und das wird sich auch in dem Spiel, glaube ich, nicht mehr ändern, dass hier so viele Zombies... So, sind ja gar... Oh, das ist aber nett. So wenige. Oh, da gibt es einen kleinen Pushback. Das ist natürlich auch cool. Das ist die Frage, wie oft sich diese Animationen dann wiederholen. Und ich glaube... Ach nee, doch nicht. Ich dachte schon, das ist die Person, die wir hätten suchen sollen. So. Die Animationen sind jetzt unbedingt nicht die allergeilsten hier. Das Spiel ist übrigens gepublished von 505 Games. Kovacs Rules. Chapter 2. Healing. Fracture? Cut? Disembowelment? To be a survivor means to have injuries, yet live. So, if you get injured, and you will, do not fear. Help is at hand. The islands are full of medicinal plants to treat your wounds. Eating these plants will help you to regain your health. For more serious wounds, put the leaves in a cloth to make a poultice. Finally, I have left some presents for you. The medkits are powerful gifts. They will fully heal you in a flash. So, never give up and fight! Also, auch wenn man nur noch ein Bein hat, kann man weiterkämpfen. Wenn man Monty Pythons Glauben schenkt, dann kann man sogar weiterkämpfen, wenn man keine Arme oder Beine mehr hat. Obwohl zumindest dann zu einem Unentschieden ausrufen. Also die Animationen sind so ein bisschen, auf einem etwas niedrigeren Niveau, aber... Das ist ja jetzt nicht unbedingt schlimm, vielleicht werden die ja noch bei anderen Waffen besser. Wir wollen einfach, wie immer im First Looks, noch nicht direkt, ein Urteil abgeben. Dafür haben wir zu wenig gespielt. Und das ist die Person, die jetzt nicht angegriffen wurde von niemandem. Und mit der reden wir jetzt, das ist Ramon. Wo ist Andrew? Wo ist Andrew? Wo ist der? Scheiße, schreckliche Neuigkeiten. Okay. Mhm. Ja, Zombie-Apokalypse. Ja. Ja. Okay. Okay, gut.
Das muss ich nicht vorlesen, aber wir haben eine rostige Machete bekommen. Und die hat er auch schon in der Hand jetzt direkt. Unser Inventar. Ah, okay. E heißt wahrscheinlich irgendwie ausgerüstet, also equipped. Zusammenfügen. Oh, was war das jetzt? Nein, was habe ich gemacht? Okay. Fallen lassen, bewegen. Kann man das einfach dann woanders hin machen, okay. Oh. Okay. Ich habe gerade meinen Stolz in Pfeile gemacht. Das heißt Crafting. Ich habe gerade Crafting begangen. Okay, das ist also ein Crafting-Menü, was jetzt sehr auf Trial and Error basiert, glaube ich. Ich glaube, dass entweder, vielleicht hat irgendwo Kovex welche an Regeln, aber ich bezweifle es. Auf jeden Fall haben wir hier Heilkraut. Das erinnert mich so an Gothic. Und ich glaube kaum, dass wir den Anlasser hier, einen Anlasser brauchen wir. Und ich habe hier einen Werkzeugkasten. Ich glaube nicht, dass ich damit was machen kann. So, dann sollten wir jetzt Ramon einfach folgen. Und da ist nochmal Kovex Buch. Das nehmen wir erstmal, bevor wir ihn fragen. Kovex Rules. Chapter 3. Skills. You can upgrade your abilities throughout your trip. To do this, open your inventory and go to the skills screen. There are many abilities that you can acquire, thanks to the experience you build up during your adventure. The first one allows you to light up campfires. Ja, warum nicht? Gut, Campfires, da haben wir von End gesehen. Das heißt, wir sollten jetzt mal E machen. Das habe ich mich gar nicht gesehen. Ziele und Fähigkeiten, Werte. Ich mag übrigens dieses Helm. Okay, verbleibende Punkte 1. Und dann haben wir jetzt 0. So, dann haben wir jetzt Campfire, die wir machen können. Reden wir erstmal mit Raymond oder Ramon. Plan, letzte Woche ein altes Wasserflugzeug gefunden. Okay, wir können hier wegfliegen. Ja, okay. Okay, also bei der Nacht ist es noch aggressiver und es kommt noch mehr. Typische Zombie-Geschichte. So, Ich soll hier das Campfire einfach machen. Okay. Um ein Feuer anzuzünden, musst du dementsprechende Fähigkeiten im Baum freischalten. Und... Nee. Hab ich doch, oder nicht? Okay. Vielleicht muss ich nochmal einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Aber dann lass uns noch ein bisschen Combat machen. Und, wow, okay. Also man kann Gliedmaßen abschneiden in diesem Spiel. Zumindest in unserer Version. Wer weiß, ob da sich noch was ändert. Okay, also hier ist, wenn wir Ziele haben, wenn irgendeine Aufgabe gestellt wurde, können wir gucken bei Ziele. Das ist logisch und auch gut. Uns fehlen wahrscheinlich... Nein, ich möchte nicht zurücksetzen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sollten noch weiter rumlaufen und Zombies suchen. Hier können wir übrigens durchschalten. Ich finde es gerade ein bisschen merkwürdig irgendwie. Vielleicht sollten wir einfach mal zurücksetzen. So, das müssten wir doch jetzt eigentlich haben. Vielleicht haben wir es zu früh gemacht und irgendein Bug getriggert. Das kann natürlich gut sein. So, wir suchen es nochmal jetzt. Wir versuchen es noch einmal. Ach, hä? Warum geht denn immer das auf? Muss ich hier den... Ah, kann man das machen oder was? Feuersteinstücke. Zusammen mit... Nee. Essen. Auswählen. Nein. Moment, ich bin gerade leicht verwirrt, was ich überhaupt machen soll. Um einen Feuer anzuzünden, muss ich dementsprechend eine Fähigkeit freigeschaltet haben. Hab ich doch. Oder nicht? Schaltet die Okay, ja, hier. Höhlenmensch.
Ne, ich möchte jetzt nicht zurücksetzen. Das wäre Schwachsinn. Das haben wir eben gerade schon gemacht. Also, das kann ich nicht mehr machen. Und... ach, ich muss F... oh. Ich muss nur da rangehen und F drücken. Das ist doch schlimm. So, jetzt könnte ich mir eine Fackel wahrscheinlich nehmen. Ja, jetzt habe ich eine Fackel, ne? Aber ich will die nicht haben. Also rüste ich mir den aus. Die Fackel liegt auf dem Boden. Welch eine Verschwendung. F, zum Sprechen. Danke. So, hier ist meine Taschenlampe, wie versprochen. Okay, okay, okay. Benzin. Okay, speichert automatisch. Und jetzt müssen wir... was müssen wir machen? Das kommt davon, wenn man nicht zuhört. Wir können wieder hier bleiben oder weiter rumlaufen. Und wir laufen natürlich weiter rum. Wir sind hart gesotten, guckt uns an. Tattoos und Muskeln. So wie im echten Leben. Ein Protz an Mann also. Und jetzt werden wir natürlich hier wie verrückt. Oh meine Fresse, warum sind hier so viele Gegner? Aber das ist doch für uns kein Problem. Für uns absolut, absolut kein Problem. So, Govex Rules. Govex Rules. Chapter 4. Survival by Night. Beware. Another kind of monster appears at night. There are many of these, and they are aggressive. But they hate the light. You can easily keep them at bay with a torch. Or a flashlight. When you sense night coming on, check for your flashlight. You won't want to be caught without it in the dark. Also das ist quasi wie bei Don't Starve, wenn ihr nachts nicht beim Feuer seid, seid ihr so gut wie tot. Ich schätze, dass hier es natürlich eine Story gibt, wo man wieder runterkommt von der Insel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus und drücke Mausrad ab und Mausrad auf, um die Waffe zu wechseln. Ich glaube nicht, dass wir... ah, kann man mit der Machete... mit der Machete Büsche kaputt machen. Das kann natürlich gut sein. So, ein Bein gepackt, das ist ja auch geil. So, ja, wir können die Büsche zerkleinern, das ist cool. Das ist echt cool. Okay, also das heißt, dann können wir auch gleich nachher hier diese Don't Go Here Dinger wegmachen. Das ist ja fast schon Gartenarbeit. So, dann sollten wir jetzt da hingehen, wo es uns sagt, wo wir hingehen sollen. Es gibt verschiedene Wege. Das ist auch schon mal gut. Wir sollten, ich will zu der Hütte da drüben hin. Also die Insta-Kills sind ganz nett gemacht, muss ich sagen. Wiederholen sich natürlich nach einiger Zeit wieder, was, ein bisschen negativ ist. Animationen, ja, also bisher noch nicht ganz überzeugend, aber das kann sich ja noch ein bisschen revelieren. Mal gucken. So, Rennen an sich kann man, glaube ich, gar nicht. Oder Sprinten. Quarantine, ja, ficken. Ah, kann ich nicht, oder was? Kann ich es nicht mehr aufmachen? Ja, da ist Metall. Vielleicht kann ich es jetzt nicht wegen nicht aufmachen. Was haltet ihr von Survival Games? Meine Frage, weil es kommen anscheinend momentan extrem viele raus und aus irgendeinem Grund geht die Framerate gerade unglaublich in den Keller. Das ist so nicht gewollt. Aber eigentlich sind wir auch schon bei 20 Minuten. Von daher würde ich erstmal auf Pause drücken und sagen, was haltet ihr von Survival Games? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Es kommen ja momentan extrem viele raus. Von daher einfach mal gucken. How to Survive jetzt auf Steam. Und ich muss sagen, mir gefällt es ehrlich gesagt. Oh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt daran zu abonnieren. Tschüss.